Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Analog-Digital-Wandler eures D1 Minis dazu verwenden könnt, die Batteriespannung eurer Batterie zu messen. Heißt, falls ihr ein batteriebetriebenes Projekt habt und ihr wissen wollt, wie voll oder leer eure Batterie ist, mit dem ihr den D1 Mini betreibt, dann ist das heutige Video genau das Richtige für euch. Zumindest hoffe ich das. Also, falls ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und dann erkläre ich euch alles. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also, worum geht es heute ganz genau? Ich teste seit einiger Zeit für ein neues Video einen Sensor und bei diesem Projekt verwende ich als Spannungsversorgung für den D1 Mini eine solche 18650er Batterie, da keine Steckdose in der Nähe ist. Und der D1 Mini ist, wie sollte es anders sein, mit Tasmota geflasht. Und ja, da ich wissen wollte, wie lang der Akku hält und nicht Gefahr laufen wollte, dass der Akku plötzlich leer ist, habe ich mich dazu entschieden, die Batteriespannung über den Analog-Digital-Wandler hier des D1 Minis auszulesen. Für alle, die nicht wissen, was ein Analog-Digital-Wandler ist, ganz kurz und ganz grob erklärt, ein Analog-Digital-Wandler wandelt ein analoges Signal. Normalerweise handelt es sich dabei um eine elektrische Spannung in ein digitales Signal um. Im Falle des ESP8266 darf diese Spannung maximal 1 Volt betragen. Heißt, wenn am ESP8266 am Analogeingang 1 Volt anliegt, wird das Ganze umgerechnet in ein digitales Signal und das entspricht dann dem Wert 1023. Also 1 Volt gleich 1023, das ist so die Aufgabe eines Analog-Digital-Wandlers. Jetzt können wir mit den 1 Volt nicht wirklich viel anfangen, denn ein 18650er Akku, der liefert im Normalfall über 4,2 Volt und hier kommt jetzt der D1 Mini ins Spiel. Der hat nämlich einen sogenannten Spannungsteiler verbaut und der erweitert die zulässige Eingangsspannung auf ca. 3,2 Volt bzw. dank einer kleinen Toleranz auf 3,3 Volt. So, was ist jetzt ein Spannungsteiler? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich euch das am einfachsten erklären kann, ohne dass das Video unnötig in die Länge gezogen wird. Aber auf YouTube und so weiter wird das Thema für alle, die es interessiert, ausführlich erklärt. Deswegen schaut bitte dort nach, falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt. Für alle, die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben, reduziert ein Spannungsteiler, vereinfacht gesagt, die Spannung durch 2 in Reihe geschaltete Widerstände so weit runter, dass am Analog-Digital-Wandler nur die maximal zulässige Spannung ankommt, die er verträgt. Heißt, man weiß ja, wie groß die maximale Spannung sein kann und wählt dann anhand dieser die passenden Widerstände aus. Der D1 Mini hat, wie gesagt, einen solchen Spannungsteiler schon verbaut. Das Problem ist, dass er für unsere Batterie zu klein dimensioniert ist, denn eine vollgeladene 18650er Batterie liefert, wie gesagt, eine Spannung von ca. 4,2 Volt und der D1 Mini verträgt ja nur diese 3,3 Volt. Jetzt hat man im Grunde 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ein Spannungsteiler besteht ja im Normalfall, wie gesagt, aus 2 in Reihe geschalteten Widerständen. Und da diese zu klein dimensioniert sind mit 100 Kilo Ohm und 200 Kilo Ohm, könnte man die theoretisch auslöten und sie durch passende ersetzen. Aber die Dinger sind hier so klein auf dem ESP8266 bzw. auf dem D1 Mini, dass man eher Gefahr läuft, die kaputt zu machen. Und deswegen lassen wir das. Also entscheiden wir uns für Möglichkeit 2 und die lautet, wir erweitern den Spannungsteiler um einen weiteren Widerstand. Die Wahl des richtigen Widerstands muss man berechnen. Dafür gibt es ja im Netz einige Online-Rechner, ein sehr simpler Online-Rechner und auch einige Infos zu dem Thema Spannungsteiler findet ihr bei Alex auf der Webseite oder bei ihm auf seinem YouTube-Kanal AEQ Web. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung sowie alle Bauteile, die ich hier verwende. Also schaut auch mal beim Alex vorbei, der erklärt es auch super und hat mir auch sehr geholfen, sein Video. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal am Rechner an und gucken, wie man das berechnet, falls ihr das auch mal testen wollt.
So, das hier ist jetzt wie gesagt die Webseite von Alex. Hier erklärt er auch ein bisschen was zu dem Thema Spannungsteiler. Und wenn man auf seiner Seite weiter runter geht, gibt es halt diesen Online-Spannungsteiler-Berechner. Und hier können wir das Ganze mal eintragen. Also, wir wissen ja, dass auf dem D1 Mini schon ein Spannungsteiler verbaut ist. Der besteht aus R1 220 Kiloohm und R2 100 Kiloohm. Das ist der Spannungsteiler für 3,2 Volt. Wir haben aber eine Maximalspannung von 4,2 Volt anliegen. Also müssen wir R1 neu auslegen bzw. neu berechnen. Also tragen wir hier mal bei Eingangsspannung, um das Ganze mal zu testen, die Werte ein. Das wäre in unserem Fall die Eingangsspannung beträgt ja 3,2 Volt. Die Ausgangsspannung am ESP8266 darf maximal 1 Volt betragen, also tragen wir hier 1 Volt ein. Vorsicht, nicht 3,2 Volt hier eintragen, denn das ist die maximal zulässige Spannung bei dem D1 Mini. Bei einem reinen ESP8266 ist die Ausgangsspannung maximal 1 Volt bzw. darf nur maximal 1 Volt betragen. Bei dem Teilwiderstand R2 tragen wir 100.000 ein, das sind unsere 100 Kiloohm, also tragen hier 100.000 ein. Und dann sagen wir, er soll das Ganze mal berechnen und dann sollte als Ergebnis von dieser Berechnung der Widerstand R1 220 Ohm betragen. Das ist ja auch der verlötet ist und das passt, das heißt der Rechner funktioniert. Jetzt ändern wir das Ganze mal ab und zwar sagen hier 4,2 Volt, denn wir wollen ja, dass wir 4,2 Volt berechnen. Drücken wieder auf R1 berechnen und dann wird uns angezeigt, dass die Eingangsspannung 4,2 Volt ist, Ausgangsspannung 1 Volt, der Widerstand 100 Kiloohm ist ja schon gegeben und R1 wird uns jetzt gesagt, R1 beträgt 320 Kiloohm. So, und da wir den vorhandenen 220 Kiloohm Widerstand nicht auslöten wollen, vergrößern wir ihn einfach, indem wir einen weiteren 100 Kiloohm Widerstand in Reihe einschließen und dann kommen wir so auf den geforderten Gesamtwiderstand von 320 Kiloohm. Falls ihr den D1 Mini zum Beispiel mit drei Standard AA Batterien betreiben wollt, wären das ja hier 4,5 Volt und dann müsst ihr den Widerstand R1 auf 350 Kiloohm vergrößern und das wäre so die Berechnung, wie man das macht. So, dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal auf dem Breadboard an. Ich verwende, wie gesagt, eine 18650er Batterie und ein sogenanntes Expansions-Shield oder Expansion-Shield, um eine solche Batterie hier mit aufzuladen, die Spannung abzugreifen und so weiter und so fort. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Habe ich schon relativ häufig verwendet. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Okay, wie ist das Ganze also angeschlossen? Ich habe hier an diesem Expansions-Shield oder an diesem Batterieshield habe ich einmal den Plus abgegriffen für die Spannungsmessung und hier ist die Versorgungsspannung, die habe ich hier auf diese, wie nenne ich denn das jetzt, hier dran gelötet und gehe damit an die Spannungsversorgung für den ESP8266. Das heißt hier Ausgang 5 Volt, gehe damit auf die 5 Volt und dann hier auf Ground, das ist die Spannungsversorgung. Dann gehe ich damit hier, das ist die Batteriespannung, die gehe ich hiermit auf die andere Seite und dann über einen Widerstand, ich hoffe, das sieht man, über einen Widerstand auf den Pin A0. Wichtig dabei, achtet darauf, dass wenn ihr das Ganze hier auf dem Breadboard testet, dass ihr genügend Kontakt habt. Ich habe das so gelöst, dass ich das Kabel, hier das starre Kabel mit dem Widerstand in einen Pin oder in einen Schlitz reingesteckt habe. Und hier auf dieser Seite habe ich das Ganze auch nochmal mit einem starren Kabel ein bisschen fixiert, damit der Übergangswiderstand nicht so hoch ist. Denn als ich das Ganze getestet habe, ohne das Ganze in einen Schlitz zu stecken, war der Übergangswiderstand so hoch, dass die Werte um 0,2 bis 0,3 Volt abgewichen sind. So, also die Spannungsversorgung haben wir hier dran. ESP wird mit Spannung versorgt. Hier wird das Ganze gemessen.
Und dann können wir im Grunde das Ganze auch mal testen, beziehungsweise uns das Ganze mal am Rechner anschauen. Ach so, wichtig, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das erwähnt habe, deswegen nochmal die Wiederholung. Wichtig, hier dieses Kabel für den A0, der darf nicht hiervon abgezogen werden, denn hier kommen konstant 5 Volt raus, denn hier ist ein Step-Up-Konverter drin, der die Spannung konstant auf ca. 5 Volt hoch umwandelt. Und deswegen können wir nicht diese 5 Volt von hier nehmen, sondern müssen die Spannung direkt von der Batterie abgreifen. Also habe ich das Ganze hier drüber gemacht. Wichtig für euch, für eure Projekte, immer direkt an der Batterie abgreifen und nicht über das Shield, falls ihr so eins verwendet, sondern wie gesagt separat direkt abgreifen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Tasmota Oberfläche an, beziehungsweise stellen das zuerst mal ein, damit Tasmota uns überhaupt irgendwelche Werte liefert. Dazu gehen wir zuerst mal hier auf Konfiguration, Configure Module, stellen hier auf Generic 18 oder was auch immer ihr verwendet ein. Gerät macht einen kurzen Neustart und dann gehen wir wieder auf Configure, Configure Module. Und dann sagen wir zuerst mal hier bei A0, sagen wir Digital Input, sagen Save, startet nochmal kurz neu. Und dann wird uns hier ein Analogwert von, beziehungsweise ein Digitalwert von 979 angezeigt. Der schwankt natürlich ein bisschen, da das Ganze nicht perfekt und hundertprozentig genau ist. Aber das Problem dabei ist ja, wir können mit diesen 980 jetzt nichts anfangen. Wir wissen, dass 1023 1 Volt ist, beziehungsweise dass das bedeuten würde, dass es voll ist. Und die 980 bedeuten halt, dass es ein bisschen weniger ist. Aber wirklich hilfreich ist das Ganze nicht. Deswegen gibt es noch eine weitere Option. Und zwar können wir das Ganze umstellen von DC Input oder ADC Input auf ADC Range oder Bereich, heißt es im Deutschen. Und dann sollte uns ein anderer Wert angezeigt werden, beziehungsweise den müssen wir dann auch nochmal ein bisschen verändern. Denn hier ist der Wert oder wird uns angezeigt, dass das Ganze 96 beträgt der Wert. Und hier ist es so, dass der Wert von 0 bis 100 geht. Also 100 bedeutet voll und hier wird uns jetzt 96 angezeigt. Aber es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit und zwar können wir diesen Bereich hier oder diese Range remappen, heißt das Ganze in Tasmota. Und das bedeutet, dass wir die Werte einfach sagen, dass 100 jetzt zum Beispiel 4,2 Volt beträgt und dass das Ganze linear sich verändert. Ein Link zu dieser Remap-Funktion blende ich euch auch ein, beziehungsweise verlinke ich euch unten, wie alles andere auch. Also schaut nach, falls ihr mehr zu dem Thema Remappen wissen wollt. Um das Ganze jetzt zu remappen bzw. umzustellen, müssen wir den Parameter ADC Param ändern. Und zwar ist es relativ einfach gemacht. Ihr geht in die Konsole rein und tippt einfach folgenden Befehl ein: ADC Param 6.0. Und das bedeutet einfach, dass der Bereich von 0 bis 1023 auf den Bereich 0 bis 4200 gehen soll. Und in unserem Fall bedeutet die 4200, das bedeutet, dass der Akku voll ist. Das sind dann 4,2 Volt bzw. 4200 Millivolt. Und so könnten wir die Batteriespannung halt auslesen. Mehr zu dem ADC-Param-Parameter findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. So, wir bestätigen das Ganze einmal und dann wird das Ganze remapped. Kann sein, dass es einen Neustart braucht, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber hier wird uns jetzt schon angezeigt 4011 und das würde bedeuten 4,01 Volt wäre die Batteriespannung dieser Batterie. So, jetzt suche ich mein Multimeter und messe es nochmal nach. So, Multimeter, Tasmota zeigt uns an 4 Volt ungefähr plus minus. Gehe hier auf Plus und Minus von diesem Shield und jetzt wird mir auf dem Multimeter angezeigt 3,96 Volt und auf der Tasmota Oberfläche 3,8. Also jetzt wird 3,9 auf dem Multimeter, Tasmota auch 3,9. Also
passt mehr oder weniger. Testen das Ganze mal mit einer anderen Batterie, einfach um zu sehen, dass das Ganze funktioniert. Ich habe hier noch mal ein paar Batterien vorbereitet. Wechseln die mal kurz. So, neue Batterie ist drin. Multimeter zeigt mir an 3,95 und Tasmota zeigt mir an 3,94. Jetzt Multimeter 3,96 und Tasmota 3,9 bzw. 3950. Also auch das passt. Ihr seht, das Ganze ist relativ genau, ist natürlich kein Präzisionswerkzeug, aber damit lässt sich die Batteriespannung recht gut im Auge behalten. Und dann könnt ihr, falls der Batteriezustand kritisch wird, könnt ihr euch ja eine Telegram-Benachrichtigung zuschicken lassen, wie ihr das machen könnt. Das hatte ich ja im letzten Video gezeigt. Dort hatte ich euch gezeigt, wie ihr aus Tasmota heraus Benachrichtigungen per Telegram verschicken könnt. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und euch das Ganze interessiert, dann schaut hier oder hier mal nach. Dort verlinke ich euch das Video oder unten in der Videobeschreibung. So, im Grunde war es da schon alles relativ einfach. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit dem Video Tasmota und eurer Batteriespannung.